Hallo zusammen und willkommen auf dem ATEC-Kanal. Wie die meisten unserer Abonnenten wissen, präsentieren wir Ihnen immer wieder neue Themen. Aus diesem Grund werden wir Sie heute wieder einmal in die Welt der Technik entführen. Gemeinsam werden wir einen recht ungewöhnlichen Kernreaktor entdecken. Die Kernenergie erzeugt kohlenstofffreien Strom. In den USA wird sie bereits seit Jahrzehnten zur Stromerzeugung genutzt. Diese saubere Energie trägt jedoch ein gefürchtetes Stigma. Nach den Katastrophen von Tschernobyl oder sogar Fukushima ist sich die Öffentlichkeit der Gefahren der Kernenergie sehr wohl bewusst. Außerdem steigen die Kosten für die Erzeugung von Atomstrom. Dies steht im Gegensatz zu den sinkenden Kosten für alternative Energieformen. Und hier wird auf Solar- und Windenergie verwiesen, die immer mehr an Popularität gewinnen. Es mag Ihnen nichts sagen, aber Thorium könnte die Kernenergie für immer verändern. Thorium ist Chinas Antwort auf das globale Energieproblem. Ihrer Meinung nach kann es eine Alternative zu Uran für zukünftige Kernreaktoren darstellen. Aber warum ist das so? Nun, Thorium ist als reine und saubere Energiequelle bekannt. Wissenschaftler schätzen, dass es weltweit in einer Menge vorkommt, die vielmal größer ist als die vom Uran. Das könnte es zu einer Energiequelle machen, die sowohl sicher als auch reichlich vorhanden ist. Aber warum könnte es den Bereich der Kernenergie verändern? Lassen Sie uns zunächst die Geschichte hinter diesem faszinierenden Element entdecken. Thorium wurde im Jahr 1829 von einem schwedischen Chemiker namens Jön Jakob Berzelius entdeckt. Er gab ihm seinen Namen in Anlehnung an den Gott der skandinavischen Mythologie, Thor. Dieser Name kommt ihm bekannt vor, nicht wahr? Ja, er ist tatsächlich der Gott des Donners, des Blitzes und der Stürme, den wir aus Science-Fiction-Filmen kennen. Der Legende nach symbolisiert er Wert, Stärke, Beweglichkeit und Sieg. Thorium blieb jedoch viele Jahre lang praktisch ungenutzt. Das Material fand erst Verwendung, als 1885 die Glühstrümpfe erfunden wurden. In Kombination mit Ceroxid diente es dazu, die Helligkeit dieser herkömmlichen Lampen zu erhöhen. Doch ihr Markt brach am Ende des Ersten Weltkriegs zusammen und Thorium wurde wieder uninteressant. 1898 machte die Physikerin Marie Curie die Entdeckung, dass Thorium radioaktiv ist. Zwischen den Jahren 1909 und 1903 wiesen die Chemiker Rutherford und Frederick Soddy nach, dass sein Zerfall einem exponentiellen Zerfallsgesetz folgt. Sie stellten fest, dass das Material, sobald es zerfallen ist, eine Reihe von mehreren anderen chemischen Elementen induziert. Übrigens gehört auch Uran dazu. Zur Erinnerung: Uran ist das Material, das heutzutage häufig für den Betrieb von Kernreaktoren verwendet wird. Doch seine Geschichte geht noch weiter. Im Jahr 1925 fanden Chemiker den Weg, metallisches Thorium von hoher Reinheit herzustellen, und zwar mit Hilfe eines Verfahrens, das als Schmelzzonenmethode bezeichnet wird. Seitdem hat Thorium das Interesse der Wissenschaftler sehr geweckt. So landete das Material in verschiedenen Bereichen. In der Metallurgie wird Thorium als Legierungsmittel für Stähle verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung von Kathoden und Elektroden benutzt. In der Glasherstellung ermöglicht Thoriumoxid die Herstellung hochwertiger Linsen für unsere Kameras und Laborgeräte wie Mikroskope. In den 1930er und 40er Jahren verwendeten Wissenschaftler es zur Absorption von Röntgenstrahlen in der Radiologie. Diese Verwendung wurde jedoch leider aufgegeben. Es stellte sich heraus, dass das fragliche Material langfristig krebserregend ist. Doch warum will China tatsächlich einen Thoriumreaktor bauen? Die Integration von Thorium in Kernreaktoren wird seit vielen Jahren untersucht. Dies bleibt jedoch angesichts der Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke, die bereits mit diesem Material betrieben werden, ohne nachweisbare Ergebnisse. Im Gegensatz zu Uran ist Thorium kein spaltbares Element. Das bedeutet, dass es nur in Verbindung mit einem spaltbaren Element Energie erzeugen kann. Dies kann angereichertes Uran oder Plutonium sein. Wissenschaftler sind der Meinung, dass die einzige Technologie, die für die Nutzung von Thorium vielversprechend sein könnte, die mit geschmolzenen Salzen ist. Das heißt, ein Kernreaktor mit geschmolzenen Salzen verwendet spaltbare Brennstoffe, die Plutonium, Uran-235 oder Uran-233 sein können. Dies sind Elemente, die bei der Umwandlung von Thorium entstehen können. Dieser Reaktor wäre mittelfristig rentabel. Er gehört übrigens zu den Zukunftstechnologien, wie das International Forum Generation 4 in seiner Veröffentlichung feststellt. Aber leider nur in seiner Uran-Version. Thorium wurde nicht projiziert. Ebenso wenig wie andere Brennstoffe, die einen Teilchenbeschleuniger benötigen. Es hindert einige Organisationen jedoch nicht daran, ein ehrgeiziges Projekt rund um dieses Material zu starten. Während wir hier sprechen, hat China bereits seinen ersten Versuch mit einem Reaktor mit geschmolzenen Salzen unternommen, der sich als praktisch überzeugend erwiesen hat. Technologie wurde in der Stadt Wuhan eingesetzt. Es stellte sich heraus, dass der Prototyp 1000 Wohnungen mit Energie versorgen konnte. Laut China könnte der innovative Reaktor dazu beitragen, die Energieziele des Landes zu erreichen, wenn alles nach Plan verläuft.
Die chinesischen Behörden planen übrigens die Errichtung einer Atomfabrik, die Thorium als Hauptbrennstoff verwenden soll. Nach ihren Angaben könnte diese Anlage in der Lage sein, den Energiebedarf von mindestens 100.000 Haushalten zu decken. Das wäre ein echter Fortschritt in der Atomindustrie. Doch Thorium ist nicht nur wegen seines Überflusses oder seiner Leistungsfähigkeit als Kernbrennstoff begehrt. Es ist auch ein Material, das den derzeitigen Klimawandel bremsen könnte. Tatsächlich stammt ein großer Teil der Umweltabfälle aus Atomkraftwerken. Und insbesondere bei der Lagerung des Atommülls, die hunderte oder sogar tausende von Jahren dauert. Es hat sich herausgestellt, dass Thoriumreaktoren weniger Profilation produzieren und weniger radioaktiv sind als Uranreaktoren. Zumal der in Salzschmelzreaktoren anfallende Abfall leicht verbrannt oder wiederverwertet werden kann. Aber das ist noch nicht alles. Thorium könnte uns auch im Kampf gegen die Verbreitung von Atomwaffen helfen. Im Gegensatz zu Uran schränkt es die Produktion von Plutonium ein. Zur Information. Es ist das Schlüsselelement von Atomwaffen. Thoriumreaktoren sind immer noch eine andere Art der Stromerzeugung, aber sie könnten der Welt zugutekommen. Sie sind effizienter als ihre mit fossilen Brennstoffen betriebenen Gegenstücke. Diese Reaktoren sind auch sicherer als ein herkömmliches Kernkraftwerk. Da sie keine Kohlenstoffemissionen erzeugen, sind sie eine praktikable Lösung für den zukünftigen Energiebedarf unserer Welt. Die öffentliche Stigmatisierung der Kernenergie ist jedoch real und spielt eine große Rolle beim Thoriumabbau. Sie muss überwunden werden, bevor die Gesetzgeber handeln können. Wenn Gelder für die Forschung bereitgestellt werden sollen, müssen vor allem viele Menschen davon überzeugt werden. Ohne die Unterstützung der Öffentlichkeit und der Wissenschaftler wird es schwierig sein, mit dieser Technologie voranzukommen. Aufklärung ist wahrscheinlich hilfreich, um die Thorium-Agenda vorantreiben zu helfen, indem man zum Beispiel Informationen über Thorium-Reaktoren verbreitet und die Öffentlichkeit über deren Sicherheit aufklärt. Selbst mit all diesen Vorteilen bleibt Thorium dennoch für die meisten Länder heutzutage unbrauchbar. Zwar kann es in unseren heutigen Reaktoren verwendet werden, doch ist das völlig uninteressant. Denn wir werden weiter mit demselben Abfall und denselben Gefahren konfrontiert. Die einzige Möglichkeit, die den Einsatz dieses Materials rentabel machen könnte, ist der Reaktor mit geschmolzenen Salzen. Doch die Wissenschaftler zögern hier sehr, da er relativ teuer und in seiner Herstellung recht komplex ist. Und obwohl er in mehreren Ländern an Thorium geforscht wurde, setzen nur Indien und China die Forschung aktiv fort. Und sie haben die Absicht formuliert, es in naher Zukunft zu nutzen. Indien beispielsweise geht davon aus, dass es bis 2050 bis zu 30% seines Energiebedarfs damit erzeugen könnte. Aber warum gibt es eine solche Zurückhaltung bei der Nutzung einer so sauberen Technologie? Ein Grund dafür ist, dass die traditionellen Nukleartechnologien immer noch funktionieren. Das bedeutet, dass sie viel billiger sind. Thoriumreaktoren haben höhere Kosten für die Herstellung des Brennstoffs. Außerdem gibt es noch keine Infrastruktur, um die Thorium-Technologie zu unterstützen. Dies bedeutet Kosten für den Staat und die Umsetzung der administrativen Aufsicht über diese Technologie. Sind Sie der Meinung, dass die Öffentlichkeit die Verwendung von Thorium bei der Erzeugung von Kernenergie fördern sollte? Teilen Sie uns Ihre Meinung in einem Kommentar mit. So Freunde, wir sind am Ende unseres Videos angelangt. Wenn Ihnen das Thema des Tages gefallen hat, hinterlassen Sie uns bitte einen Kommentar. Übrigens vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren, um bei unseren Themen auf dem Laufenden zu bleiben. Über einen Klick auf den kleinen blauen Daumen freuen wir uns ebenfalls. Bis bald auf ein weiteres Thema bei ATEC.